Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Onimusha 3 Demon Siege für die PlayStation 2. Bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, denke ich, ist es jetzt ein idealer Zeitpunkt, mit dem Training weiterzumachen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, dummerweise. Ich habe schon das Abwehren, Waffe ziehen, Sturmangriff und Bogenschießen fertig. Das habe ich alles schon fertig gemacht. Da musste man jeweils immer 15 Mal abwehren und dann die Seelen einsammeln, 15 Mal mit gezogener Waffe angreifen, 15 Mal mit Bogen schießen und 15 Mal aufgeladene Angriffe machen. Das ist ja alles, oder 20 Mal war das. Und dann eben halt die Seelen dazu einsammeln. Und man hat dafür Belohnungen bekommen, wie zum Beispiel hier dreimal Kräuter, oder nee, zweimal Kräuter und zweimal Medizin. Ich bin jetzt beim kritisch Ablenken, da werde ich euch jetzt beim Anfang mal dazu holen. Ihr L1-Taste drücken, kurz bevor gegnerischer Angriff trifft, um den Feind abzulenken. Drücke im Ablenkungsrichtung die Quadrat-Taste, um die Ablenkung kritisch ablenken auszuführen. Da möchte ich euch jetzt dabei haben, weil das ist jetzt schon eine etwas fortgeschrittenere Technik, um eben mal zu gucken, ob ich das auf die Kette bekomme. So, Gegner werden nur von kritisch ablenken beeinträchtigt. Alle Gegner nur mit kritisch ablenken vernichten. Okay. Dann greife ich mal an. Komm. Greif mich an. Greif mich an. Hast du Angst? Hast du Angst? Dann greifst du mal an. Ah! Ah, das war's, glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Anscheinend ist es richtig. Fuck, das war zu spät. Okay, interessantes Training. Wann greifst du an? Mann, das war zu spät. Okay, ich muss also jetzt die Gegner in der Reihenfolge weghauen. Greifst du mal bitte an. Ich werde sehr verbunden. Darfst mich angreifen? Ich habe dir kein Verbot erteilt. Komm schon. Hallo. Greif mich an. So, zack. Okay, scheint auch wieder richtig gewesen zu sein. Na, jetzt kommt der nächste Gegner. Ich glaube, der ist ein bisschen angriffswütiger. Fuck, das war zu früh. Komm schon. Fuck, das war auch wieder zu früh. Okay, das war auch wieder zu früh. Ich stelle mich mal quer von ihm, dann kann man halt wenigstens sehen, wenn er mich angreift. Fuck, das war auch zu früh. Wenn ich immer zu weit weggestoßen werde, glaube ich, ist das. Dann sieht man das. Ja, das war richtig. Ja, so muss das sein. So muss das. Okay. Natürlich ist das dann auch immer anspruchsvoller, je nach Schwierigkeitsgrad. Wenn man das macht. Ich weiß nicht, wie viele Gegner ich jetzt... Ich glaube, 15, sagte er. Fuck, das war zu spät. Das war auch zu früh jetzt. Ich möchte euch dabei haben jetzt, wenn ich diese Übung mache. So, zack. Genau so. Einen kurzen Moment, dann abwehren. Ach du Scheiße. Auf wen soll ich mich jetzt konzentrieren? Ja, genau. Ja, Sia. Das ist ja ganz nett. Wer greift mich an? Ach so, du. Ja, komm. So, das war wichtig. Einen habe ich. Und jetzt den anderen. Samanoskis rumgejammer, geht mir auf den Sack. Habe ich das schon mal gesagt? Übrigens kommen jetzt so, sind ein paar Erinnerungen bei mir zurückgekommen, liebe Freunde. Kann ich die eigentlich so angreifen? Ja. Na komm schon. Mann, komm schon. Richtiges Timing, Samanoske. Ohne Lags jetzt. Komm. Komm schon. Hallo? So, jetzt haben wir's. Boah, schön. Hat funktioniert. Okay, das werde ich jetzt natürlich jetzt die ganze Zeit durchziehen. Und werde euch reinholen, wenn ich das Ganze hier soweit hinbekommen habe. Also, bis gleich. So, Freunde, ich werde das doch nicht machen. Mit dem Training, das mache ich später mal. Ich werde mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Weil, das mache ich vielleicht mal als Special, als Rage Knight. Weil, wirklich, da sind jetzt Sachen dabei gewesen, die gehen gar nicht. Da muss man wirklich angeblich ein Fingerspitzengefühl haben. Für mich hat das nicht mit Fingerspitzengefühl zu tun, sondern mit Glück. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Machen wir doch mal hier ein bisschen Puzzling wieder. Schade. Denn wir müssen jetzt wieder mal eine Puzzlekiste lösen. Ja, da freue ich mich doch schon wieder wie so ein Schneekönig. Ja, das war's auch schon wieder.
Das war doch genau das gleiche. Du Held. Ja, können wir schon knicken, glaube ich, oder? Ja, klar, können wir das vergessen. Hui, machen wir mal eben kurz alles zu. Oh Mann, ja, die werden natürlich auch kniffliger, diese Puzzlekisten. Vorbei. Fast. Denk mal, dass wir das schon irgendwie so machen müssen. Naja, fast. Irgendwie muss ich da eine Verbindung hier hinkriegen. So. Na, ist wieder falsch. Vor allem ein Pinöppel ist ja schon aufgeladen. Moment. Nee, ist schon falsch. Nee. Ja, wer jetzt will, kann gerne die Benny Hill Melodie einspielen. Naja, wieder nix. Ah, ich versuche jetzt gerade immer nur auf gut Glück. Vielleicht sollte ich mich doch mal konzentrieren. Vielleicht müssen die Plätze tauschen. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ja, da haben wir es doch. Perfekt. Uni-Juwel. Wunderbar gut. Da haben wir wieder ein Uni-Juwel für den guten Samanosuke. Und ihr seht, was ich bis jetzt bekommen habe. Ich habe zwei Medizinen mehr. Das lag an dem Training. Und natürlich auch die Seelen, die ich jetzt noch schnell einlösen werde. Und danach geht es weiter, liebe Freunde. Speichern? Nein, speichern wollte ich jetzt nicht. Das wird mich nur zu sehr in Rage verbringen. Also, aufwerten. Wir hatten letztes Mal gesagt, wir versuchen noch Tenso aufzuleveln. Ja, das wird natürlich nichts. Übrigens, kleiner Hinweis. Für diejenigen, die etwas mehr Zeit für die Spiele haben. Ja, die Tür ist fest verschlossen, das wissen wir. Versucht die dunklen Kammern wirklich zu machen. Das lohnt sich. Ich habe es jetzt zweimal nicht gemacht. Irgendwo muss es noch eine dritte geben. An die erinnere ich mich zumindest noch. Und die werde ich auch versuchen, auch wenn ich jetzt total schlecht vorbereitet bin, was meine Rüstung so hergibt. Egal, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Wir wollen dann jetzt mal hier diesen Knopf drücken. So, aha, hier geht was auf. Interessant. Ein Schild. Kann ich das kaputt machen? Nö. Ist hier noch irgendwas? Nee, merkwürdig. Noch ein Knopf, aber da macht er nichts. Merkwürdig. Der Kopf nach oben. Ja, machen wir doch mal. Aha. Scheint ein Aufzug zu sein. Oha. Ach ja, richtig. Der Eiffelturm war ja übelst befallen. Das sah ja wirklich nicht prickelnd aus. Oh oh. Was zum Teufel? Hallo. Das hatten wir so nicht ausgemacht, meine Freunde. Vor allem, dass ihr so viel blockt. Das passt mir ja immer gar nicht. Sterben sollt ihr. Und ewig in der Hölle schmoren. Ungefähr so. Autsch. Du auch? Danke. Dann nimmt er mir ein bisschen Arbeit ab. Ist auch nett. Okay. Jetzt leuchtet dieser Knopf. Ich werde erstmal wieder umrüsten auf... ja, Chigo. Weil ich glaube, mit der Waffe kann ich noch am ehesten Schaden ausrichten. Ein roter Knopf glüht auf. Ja, den drücken wir mal. Wunderbar gut. Hier haben wir wieder ein Leiterchen. Das gehen wir auch mal nach oben. Schade eigentlich, dass... oh, oh. Was zum... Moment mal, jetzt mache ich mal erstmal etwas. Das habe ich bei Onimusha 2 die ganze Zeit gemacht. Vielleicht bringt es was. Oh, es bringt ja echt was. Mit aufgeladener Waffe kämpfen. Warum mache ich das nicht schon eher? Okay. Was ist das denn? Mit dieser Leiter sollte ich auf eine höhere Ebene kommen. Ja, machen wir doch mal. Okay, also aufgeladene Waffen bringen hier auch was. So, gucken wir mal. Oho, oho, Kollege. Nicht mit mir. Was ist denn hier unten? Oh. Ah! Schaut mal. Akko. Was hast du denn da? Unimedizin 1. Tolle Sache. Oho. Ja, klasse. Also wenn man so mit einer aufgeladenen Waffe hier rumwüten kann... da bringt es doch was. So.
Irgendwo dreht sich hier einer. Oh, was ist das denn? Mal ganz schnell hier drin vorbei. Ich habe ganz blöde Erinnerungen an das Ding. Ja, genau das. Was passiert jetzt? Scheint jetzt wieder genau am Anfang zu sein. Okay. Wenn die Gegner jetzt nochmal kommen, ist das halt so wild. Wo auch immer ich jetzt hier bin. Wow. Stirb einfach, du blödes Vieh. So. Wow. Moment, Moment. Bevor du mich nochmal da reinschickst. So, weiter nach oben. Wow. Hoi. Der hat gut gesessen. Ey. Ich habe gesagt, laut Drehbuch musst du sterben. So. Ich höre was. Ich höre was auf mich zudrehen. Oh, oh nein. Oh, 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 oh. Weg mit dir, bevor das Ding sich wieder aufsaugt hier. Dankeschön. Wow. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. So. Ah, Chigo leistet hier gute Arbeit. Bam. Der hat gut gesessen. Oh, was ist das denn da hinten? Der hat einen langen Lebensbalken, Leute. Wollen wir uns mit ihm anlegen? Ich denke schon, oder? So. Oh. Da haben wir ihn schon. Haha. Das war ja mal einfach. Hätte ich mal öfter so gekämpft. Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich die Abneigung dagegen hatte. Ich erinnere mich gerade. Was zum Geier? Den kennen wir doch auch noch. Moment. Bam. Und bam. Und nochmal bam. Wow. Hast du irgendwie Clown gefrühstückt? Du blödes Vieh. Vor allem spuckt immer noch Blut. So ohne Seele. Die nehme ich gerne mit. Moment, 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 Moment. Ich habe ja noch ein paar Heilgegenstände. So ist das ja nicht. So, Chigo hat gute Dienste geleistet. Wir gehen mal auf Tenso über. Mal gucken. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich mit Tenso arbeite. Ich bleib erstmal liegen. Danke. So. So. Mal gut treffen wieder. So. Ah, genau. Das war mit Tenso, dieser Klingelhieb. So. Aha. Er ist angeschlagen. Das liebe ich an dem guten, an der orangenen Weste. Ach ja, ein kleiner Hinweis, Leute, falls ihr das nicht wisst. Wenn ihr das Spiel selber spielt und ihr macht das Training und ihr schafft kritisch, was ihr ja gesehen habt, auf Ebene Experte, bekommt ihr eine neue Weste für Arco. Das ist die schwarze Weste, die ihr da bekommt. Eine sehr nützliche Weste. Wollte ich euch nur mal so sagen. Oh, da ist eine Schatzkiste. Die nehme ich doch gleich mal mit. Karte vom Eiffelturm. Okay. Da dürfte ja nicht allzu viel drauf sein, ne? Heilige Scheiße. Irgendwie merkwürdig. Aha, 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 aha. Ganz viele komische Orte. Mann, Mann, Mann. Hätte nicht gedacht, dass das Areal hier so groß ist. Aber mich wundert, dass hier die ganze Zeit so Blitze kommen. Mal schauen, was hier noch ist. Aha! Entdeckt! Leute, eine kurze Unterbrechung. Okay, Leute, es kann weitergehen. Wollen wir doch mal jetzt hier weiterrödeln. Was ist das denn? Oh, das sieht ja ganz kurios aus hier. Würdest du bitte wieder aufmachen, du komischer Kasten? Danke. Ah, man kann Brüche reinhauen in das Ding. Ich denke, dass diese Blitze mir Schaden machen werden. Das ist vielleicht auch für diese komischen Krümmungen da verantwortlich, Leute, oder? Was denkt ihr? Immer gut draufschlagen. Ich habe bewusst Tenso ausgerichtet, weil Tenso ja viele Schläge macht. Wenn ich das jetzt hier mit Chigo machen würde, würde es wahrscheinlich länger dauern. Ich lade mal mein gutes Tenso auf. Und zack! Okay. Ah! Es hat auch den Weg blockiert. Hast du vielleicht noch Seelen für mich? Nein. Oh oh. Wow, warum wusste ich das? Du kannst aufhören zu tanzen. So.
Seelen. Eure Seelen gehören mir. Aber ich nicht euch. Hallo. Das war nicht abgemacht. Laut Drehbuch solltet ihr sterben. Und ihr solltet nicht sterben. Das hatten wir auch ausgemacht. Oder ihr solltet mich nicht töten. Wow, wo kommt der denn her? Der muss ja aus dem Viech rausgekommen sein. Was zum Teufel ist das für eine Maschine? Boah. Da kommen Monster raus. Ey, 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 ey. So nicht. Wow. Ja, sehr liebensgewürzig von euch, dass ihr mit 3 gegen 1 kämpft. Mann, Mann, Mann. Hallo. Wie lange wollen die noch leben? Hör auf, du. Ey, da kommen noch... Wo sind die Seelen von dem? Ich hab den mit einem Schlag getötet. Wo sind die Seelen von dem Vieh? Jetzt sei nicht, das war nur so ein Doppelgänger. Hallo. Langsam reicht es. Mir reicht es jetzt mit euch hier. Sterbt einfach, gebt mir eure Seelen. Danke. Mann, Mann, Mann. Da nimmt ja Form an hier. Die sind ja nicht mehr priesterlich. So. Wir hatten gerade eine Unimedizin bekommen. Die lädt natürlich die Magie auf. Ja. Ich werde jetzt erstmal die weiße Weste nochmal anziehen. Um mich erstmal wieder aufheilen. Das war nämlich ein bisschen zu heftig jetzt gerade. Ja. Ich kann euch eben kurz noch erklären. Wenn ihr nämlich das Training durchzieht, bekommt ihr sehr viele interessante Goodies. Ich selber habe jetzt beim kritisch Ablenken für Fortgeschrittene schon abgebrochen, weil das für mich einfach nur nicht mehr tragbar war. Das wären zu viele Rage-Momente für euch gewesen. Da hättet ihr jetzt wieder gedacht, was ist das denn für einer? Und genau deswegen habe ich die nicht aufgenommen. Das war wirklich teilweise heftig. Also, wer selber weiß, worum es da geht bei diesem kritisch Ablenken, da geht es wirklich um Timing. Und Timing ist, was Onimusha 3 für mich angeht, immer so ein, ja, zweischneidiges Schwert gewesen. Denn ich finde es eigentlich nicht so, dass man das ohne weiteres hinbekommt. Bin ich ehrlich? Bin ich euch ehrlich gegenüber? Während ich die ganze Zeit in der Melodie hier irgendwie meinen Klingelton für WhatsApp oder SMS-Nachrichten höre. Das klingt natürlich auch sehr komisch. Kuga, das Schwert werde ich mir noch aufbewahren, Leute. Weil ich wieder genau weiß, wo ich, was hier auf mich zukommt. Oh, oh. Was ist das denn? Kam was runter? Ja. Sehr kurios. Ah, Moment. Hi! Sterben einfach nur. Habe ich euch gesagt. Au! Wo kam das denn her? Speireihe, du wolltest sterben. Wo kam das denn jetzt her, Leute? Dass hier sowas runterbricht. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Was hast du da? Normale Pfeile, dankeschön. Nein, nein, nein! Da bin ich jetzt wieder hier. Na, klasse. Wahrscheinlich wieder mit voller Gegnerwut, was? Nö. Okay, kein Backtracking. Oder so viel Backtracking, dass wieder Gegner kommen oder so. Bis wo war ich denn jetzt? Na wunderbar, prächtig. Ich kam bis zum dritten Areal. So. War da was? Da ist irgendwas angezeigt. Hier wird irgendwas angezeigt. Aber wo? Oder war das mein eigener Cursor, den ich da gesehen habe? Es war mein eigener Cursor. Das ist natürlich auch toll. Damit ich weiß, wie mein Cursor aussieht. Das brauche ich aber eigentlich gar nicht sehen. Moment, ich habe aber noch andere Pfeile, glaube ich, oder? Ich habe Blitzpfeile noch ein paar. Ja, komm, die benutze ich. Hallo, ich wollte Blitzpfeile verwenden. Danke. Ich denke, dass die nämlich ein bisschen besser gegen die Viecher gerüstet sind. Jawohl. Ich brauche nämlich nur 2 von. Nein! Boah, wo kommen die ganzen Kringel denn her? Er ist ja doof. Ich werde jetzt immer wieder zurückgebeamt hier. Ist ja kacke. Ist ja kacke, sowas. Haben wir hier noch irgendwas? Tö. Nö. Ist ja blöd. Jetzt werde ich immer wieder zurückgebeamt. Natürlich sind die Gegner da sehr nervig. Aber was will man halt machen? Das ist anscheinend hier kurz vorm Ende. Da muss das Spiel anscheinend ein bisschen an Nerdgrad hochschrauben oder Nerviggrad. Weil irgendwie nervt mich das doch. So, da ist wieder so ein Speireiher, der mir sofort vor die Flinte springt. Das sind mir die liebsten Speireiher, die mir sofort vor die Flinte springen.
Vor allem, wenn die mir Pfeile geben. Aha. Habe ich ihn wegbeamen lassen. Habe ich gut gemacht, ne? Moment. War da noch was? Jetzt warte ich erst, bis dieser Kringel da weg ist. Kommt er nicht wieder? Dann gehe ich erstmal hier drüber. Autsch. Danke für das Ding auf dem Kopf. Bin ich ja sehr verbunden. Ah, ich muss sogar, glaube ich, hier lang. Moment, wo komme ich denn hin, wenn ich da weiter hochgehe? Hm, ich scheine da lang zu müssen. Oh oh. Ich sehe da wieder was. Ihr auch? Ich sehe wieder was, das erfreut mich nämlich gar nicht. Nämlich diese Viecher. Autsch. Nee. Ey, hallo. Reicht das nicht, wenn ich hier gegen diesen Friesenviecher kämpfen muss? Muss ich jetzt auch noch gegen diese Speireier wieder kämpfen? So, stirb. Stirb, du Speireier. Wo schießt du hin? Da ist ein Gegner. Der Gegner ist über dir, Samanosuke. Mein Gott, nee, ey. Das ist eine Kiste. Eine Geheimmedizin. Sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. Aber natürlich werde ich jetzt erstmal wieder auf Tenso umsteigen. Denn irgendwie ist mir das ein bisschen zu fies. Ich habe auch nur noch so wenig Pfeile. Ich werde mal gucken. Was habe ich denn jetzt noch für Pfeile? Ich glaube, ich habe Eispfeile. Habe ich noch so 10? Oder ich habe auch Blitzpfeile. Okay. Ich habe noch 12. Nein. Ich weiß zwar nicht, warum er diesen Speireier nicht angreift, der hier da rumfliegt. Vor seiner Nase, wohlgemerkt. Egal. Shigo. Diesen Gegner werde ich definitiv... Ach! Akko, du bringst mir was. Ist ja nett. Pfeile bringst du mir. Ach, guck mal. Ach, Mann. Zack, 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 zack. Und noch draufschlagen, dann gibt er irgendwann einen kleinen Ball. So, was hast du noch? Noch mehr. Oh, Flammenpfeile, sehr gut. Flammenpfeile gefallen mir gerade in der aktuellen Situation. Genau wie mir auch jetzt normale Pfeile mögen. Und normale Pfeile mag ich jetzt gerade. So, komm her mit deinen Seelen. Danke. Nerviger, merkwürdiger Ort. Oh oh. Ein Kringel. Ich höre da was. Wollte doch sagen. Irgendwas habe ich da gehört. So, und komm. Dann drehen wir uns doch mal erstmal durch den Gegner. Ui! Ja, was hast du denn da für mich? Oh, Medizin. Perfekt. Akko, du bist die Beste. Moment, wo komme ich hin, wenn ich jetzt hier runtergehe? Das will ich jetzt wissen. Anscheinend muss ich da lang. Oder? Ich muss anscheinend hier runter. Oh, oh. Moment. Das war Überraschung. Moment, es geht in beide Richtungen weit. Einmal hier rüber. Gut, dass ich den Gegner abkommen sehen irgendwie. Ah, wir kriegen jetzt auch wieder ein paar Pfeile zurück. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hier hinkomme, wenn ich hier hochgehe. Weil irgendwie wurde mir auch nicht angezeigt, wo ich hinkomme, wenn ich runtergehe. Da ist die Karte relativ unglücklich strukturiert. Irgendwo da unten ist aber noch was. Das möchte ich eigentlich haben. Da scheint irgendwo noch was zu sein. Aber da kann ich nichts machen hier unten. Ah, ich sehe sie. Oh, ja, ja. Hab euch gesehen, ist gut. Ja, ich hab euch gesehen. Ist nett von euch, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, dass ihr hier seid. Boah. Mann, 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 lästig. Da sind die Driller wirklich nervig. Ich nenne sie jetzt einfach Driller. Obwohl ich mich selber auch drille. Wie ihr ja seht. So. Zack, zack, zack.
Und den letzten auch noch. Oh, oh. Komm her. So, bist auch tot. Sind aber ziemlich viele, die hier so rumdrehen. Ah, ich sehe den Gegner. Oh, er hat mich auch gesehen. Gut. Ein bisschen Schaden machen wir bei den Viechern, ja. Schnell mal hier durch. Oh, ho, ho, ho. Das war knapp. Moment. Kann es sein, dass die Karte mir gar nicht alles anzeigt hier, wenn ich hier so lang turne? Ah ja. Wenn ich die Treppe gehe. Hä? Gehe ich gerade zurück? Nee, 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 nee. Ich wollte gerade sagen, ich gehe doch wohl nicht zurück hier. Wow. Fuck it. Aua. So, du stirbst auch. Weil du mir ja gerne Seelen stehlst. So, was haben wir hier? Normale Pfeile wieder, sehr gut. Okay. Da habe ich was gesehen da oben. Das werde ich mir gleich sichern. Erstmal. Oh. Komm her. Blödes Vieh. Was hast du für mich? Verbandszeug. Ja, wunderbar. Sowas habe ich doch gerne. Was hast du hier? Eine Geheimmedizin. Also, Medizin bekomme ich jetzt. Da habe ich nichts gegen. Aber ich sehe da was da oben. Das möchte ich eigentlich haben. Muss ich da hochgehen für? Moment. Kann ich denn irgendwo hier nach oben, damit ich das kriege? Weil eigentlich hätte ich dieses Gegenständchen gerne. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich muss hier hoch. Ah ja. Doch. Ja, right there. Dann hol's mal dieses right there. Was hast du? Seelenpfeile. Hm. Cool. Eine neue Pfeilsorte hatten wir bis jetzt noch nicht. Kann man sich auch nicht beschweren, wenn man ehrlich ist. Also der Eiffelturm, der sieht wirklich sehr ramponiert aus. Wenn ihr mich fragt. Ah, ich kann hier reingehen. Könnte ich Tickets verkaufen? Nö. Sonst könnte ich hier nichts. Okay. Alles klar. Oh, hier liegt noch was. Zeitlabor 6. Die Forschungen Guildensterns haben ergeben, dass zwei verschiedene Pulse bei der Bedienung des Zeitfalters in Betracht gezogen werden müssen. Der erste ist der Puls der Zeit. Die Zeit selbst hat einen Puls. Wenn der Zeitfalter aktiviert wird, ohne auf den Puls der Zeit eingestellt zu sein, wird die Zeitfalte instabil. Als Guildenstern die Maschine ohne Einstellung des Pulses aktivierte, wurde Samanosuke Akechi versehentlich transportiert. Der zweite ist der Puls der Erde. Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt sein, der im Einklang mit dem Puls der Erde ist. Wenn der Puls schwankt, wird die Zeitfalte instabil. Wir haben herausgefunden, dass die Struktur namens Eiffelturm in der Stadtmitte den Bedürfnissen des Gerätes nach starken Impulsen in Bezug auf Zeit und Erde entspricht. Werden beide Pulse synchronisiert und die atomare Energie hinzugefügt, kann eine perfekte Zeitfalte erschaffen werden. Dankt unseren Glückssternen, dass sie in diesem Zeitalter eine solch perfekte Energiequelle existiert. Bald werden wir Herrn Nobunaga in dieser Welt begrüßen können, zusammen mit den Legionen von Genma, Ranmaru Mori. Ranmaru? Ist der... Ja, wir wissen ja, dass er irgendwo hier rumturnt, ne? Ein Knopf, den drücken wir mal. So. Oh, oh. Hallo? Ich hab Plätzchen dabei, warte. Das war ja mal einfach. Komm, wir gehen mal wieder nach oben. Perfektomat. Also der war jetzt mal gar keine Bedrohung. Okay. Ah, schaut mal. Ganz wichtig. Seelen sammeln. Komm schon. Gib mir alles, was du hast. Jawohl. Wunderbar. Oh, 6 Seelenkisten. Das ist super. Ein Schutzspiegel. Werten wir doch mal auf. Schauen wir mal, dass wir in Tenso noch ein bisschen was reinhauen. So. Na, es wird aber nicht reichen, um ihn voll aufzuladen. Dafür hätte ich öfters in das gewisse Örtchen namens Dunkles Areal gehen müssen.
Aber egal. Ich werde an dieser Stelle wieder speichern, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Onimusha 3. Wenn wir hier nach oben gehen am Eiffelturm. Bis dahin, sprach der Raven Knight, nimmermehr.